Das nun folgende Video werde ich auch hier bei uns auf Gelegenheit 24 veröffentlichen, weil ich einfach glaube, dass es auch einigen von Ihnen helfen wird, weil sie sich mit dem Gedanken beschäftigen, wie kann ich etwas verändern, speziell als Händler, als Trader, wie kann ich mein Verhalten verändern, um eben erfolgreicher zu sein. Wir alle kennen das, wir alle wissen, wie es ist, wenn wir Trades eingehen, die wir eigentlich gar nicht eingehen wollen, weil wir uns nicht an die Regeln halten, weil wir nicht diszipliniert sind und so weiter und so fort. Und ich glaube auch, dass viele von Ihnen genauso wie die meisten anderen Trader sich immer wieder fragen, warum sie das denn machen und wie sie das ändern können. Und da ich in einem anderen Projekt für unseren Maklerbetrieb und mich gerade genau mit dem Thema Veränderung beschäftige und hierbei auch ein wirklich sehr interessantes Buch gelesen habe, möchte ich Ihnen ja eben dieses Video nicht vorenthalten. Deshalb auch hier jetzt für Sie das Video zum Thema Veränderung. Es dauert nicht lang, es ist aber hoffentlich für Sie interessant. Ja, steigen wir ein ins Thema Verhalten ändern. Wie schwer ist es, sein persönliches Verhalten zu ändern? Denken Sie mal zum Beispiel an eine Diät oder das Rauchen aufzuhören oder was auch immer. Wir alle haben so Marotten an uns, die wir gerne verändern würden, was uns aber oft nicht gelingt. Und die Frage ist einfach, warum gelingt uns das nicht? Und warum gelingt es anderen manchmal, etwas sehr Schwieriges aufzuhören? Warum können Alkoholiker aufhören mit dem Trinken? Warum können Raucher aufhören mit dem Rauchen? Warum gibt es Menschen, denen es gelingt, Gewicht zu verlieren? Diese Frage stellen sich sehr viele Menschen. Und genauso geht es auch im Traden. Warum kann ich nicht diszipliniert meine Signale handeln? Warum steige ich immer wieder auf einem Trade ein, den ich gar nicht handeln will? Warum verziehe ich meinen Stopp, obwohl ich das gar nicht machen will? Das sind alles diese Fragen, die man sich stellt und auf die es doch möglicherweise eine Antwort gibt. Oder nicht? Schauen wir mal. Ja, das sind wir. Sie werden jetzt schmunzeln und lachen. Wie komme ich gerade darauf, dass das wir sind? Wir bestehen aus, ja, im Prinzip zwei Persönlichkeiten. Dem rationalen Ich, dem Reiter, und dem emotionalen Ich, dem Elefant. Man kann es auch Bewusstsein und Unterbewusstsein nennen. Man kann es in verschiedene Begriffe fassen, aber in diesem Buch, das ich jetzt gelesen habe, ist es eben mit dem Reiter und dem Elefanten beschrieben und ich finde es sehr plastisch und sehr nachvollziehbar. Okay, also der Reiter ist das rationale Ich und der Elefant ist das emotionale Ich. Jetzt versuchen wir mal herauszufinden, warum so viele Menschen ihre Ziele nicht erreichen. Und ein Ziel kann natürlich im Trading auch sein, dass man sich an seine Stops hält. Der Grund dafür ist, weil sie das tun, was sie immer schon getan haben und weil es sehr, sehr einfach ist. Albert Einstein hat gesagt, wenn man das tut, was man immer schon getan hat, wird man auch das bekommen, was man immer bekommen hat. Somit ist da keine Veränderung möglich. Das rationale Ich, also unser Bewusstsein, ist Verstand gesteuert. Unser Verstand wägt ab zwischen dem, was wir vorhaben, was wir tun können und überlegt sich, welche Folgen wird das haben, welche Vor- und Nachteile werden daraus entstehen und so weiter und so fort. Dieses rationale Ich kann ich sehr, sehr einfach mit echten Argumenten überzeugen. Da braucht man nicht viel Überzeugungskraft, sondern man muss halt eben die richtigen Thesen anstellen und die richtigen Argumente treffen. Als Beispiel denken wir mal an solche Themen wie zum Beispiel Diät oder Gesundheit. Wir alle wissen, dass wir etwas tun müssen, dass wir auf unsere Gesundheit achten müssen, dass wir die richtigen Lebensmittel essen sollten, dass wir eine Diät einhalten sollten, um eben ein vernünftiges Gewicht zu halten, zu bekommen, wie auch immer. Aber wir alle wissen auch, wie schwer das ist. Und dass das eine Veränderung ist,
die man nicht so einfach umsetzen kann. Und wir fragen uns, warum das so ist. Es gelingt uns, dass mittels dem Bewusstsein uns eine Meinung darüber zu verschaffen, was wir wollen. Und dann wird unser Reiter auch die richtige Richtung einschlagen. Aber wenn Sie sich den Reiter und den Elefanten mal anschauen, dann werden Sie feststellen, dass der Reiter im Verhältnis zum Elefanten doch eher klein und schmächtig ist und dass er es nicht wirklich sehr lange durchhalten kann, den Elefanten mit seiner körperlichen Kraft dazu zu bewegen, in eine Richtung zu gehen. Das macht er über eine gewisse Zeit und dann wird er immer erschöpfter werden und wird einfach nicht mehr in der Lage sein, rational sie dorthin zu bewegen, wo sie hin sollten, sondern der Elefant, der emotionale Teil unseres Ichs, wird wieder beginnen, die Oberhand zu gewinnen, wird dorthin gehen, wohin er will. Damit wir aber Veränderungen herbeiführen können, müssen beide von dem Ziel überzeugt sein. Nicht nur unser rationales Ich, sondern auch unser emotionales Ich. Das heißt, Reiter und Elefant müssen in die gleiche Richtung gehen wollen, müssen das gleiche Ziel haben und dann sind Veränderungen auch möglich. Es gibt nur noch eine Hürde und die Hürde ist wieder unser rationales Ich. Denn der Reiter braucht einen Plan mit genauen Zielen und einfachen Zielen, damit er den Elefant dorthin führen kann, wo beide hinwollen. Hat er diese Ziele nicht, wird er beginnen, alles in Frage zu stellen, zu grübeln, nachzudenken und wird immer größere Probleme haben, zu einer Entscheidung zu kommen. Wenn Sie im Auto sitzen und ganz bewusst von A nach B fahren wollen, wissen aber nicht genau, woher es geht, kennen den Weg nicht, dann wird jede Abzweigung für Sie ein Fragezeichen beinhalten. Sie werden an jeder Abzweigung sich fragen, soll ich jetzt hier rechts oder links abbiegen, soll ich geradeaus fahren, ich weiß nicht. Und je mehr solcher Fragen auftauchen, desto schwieriger wird es für Sie, das Ziel zu erreichen und desto wahrscheinlicher wird es, dass Sie ja den Elefant im Kreis herumführen. Und so ist es auch bei all unseren guten Vorsätzen, wenn wir über Diäten sprechen, wenn wir über das Aufhören von Rauchen, das weniger Trinken von Alkohol oder was auch immer sprechen. So wissen wir ganz genau, dass wir das nicht tun sollten, weil es unsere Gesundheit möglicherweise schädigt. Möglicherweise ist unser emotionales Ich, also auch der Elefant, der Meinung, dass wir das nicht tun sollten. Aber es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt keine klare Anleitung. Es gibt Tausende von unterschiedlichen Wegen, die man da gehen kann. Und dann ist man dermaßen überfordert davon, dass man eben auch nicht das Ziel erreicht. Wenn der Reiter keinen Routenplan hat, wenn er also nicht genau weiß, wie er zum Ziel kommt, wenn er den Weg nicht eindeutig und genau weiß, dann ist alles nutzlos. Dann wird der Reiter beide im Kreis führen und man wird nicht zum Ziel kommen. Nehmen wir die Diät als Beispiel. Der Reiter weiß, dass Übergewicht krank macht und möchte abnehmen. Der Elefant hat aber keine Lust und deshalb kleben sie ein Bild von sich, als sie noch schlank waren, an den Kühlschrank. Das fördert die Emotionen und auch ihr Unterbewusstsein möchte wieder so aussehen. Das heißt, sie haben auch damit dann den Elefanten auf ihrer Seite, aber sie haben immer noch nicht ihr Ziel erreicht. Damit der Reiter nun auch genau weiß, wohin es geht, nutzen Sie die Regeln von Weight Watchers. Damit haben Sie alle drei Punkte zusammengebracht. Sie haben den rationalen Teil Ihres Bewusstseins, der schnell überzeugt war. Sie haben den emotionalen Teil überzeugt. Sie sind beide auf dem gleichen Weg. Sie haben beide das gleiche Ziel. Und Sie haben dann durch die Regeln von Weight Watchers auch einen Routenplan, wie Sie dorthin gelangen können. Und dann ist auch das Ziel zu erreichen um ein wesentliches einfacher. Ja, ziehen wir einfach mal zusammen. Der Schlüssel zur Veränderung: Machen Sie aus Ihrem rationalen und Ihrem emotionalen Ich eine Einheit. Geben Sie beiden einen einfachen Routenplan und Sie haben die Chance, Ihr Ziel zu erreichen. Ich weiß, das ist jetzt alles sehr plakativ und auch sehr oberflächlich. Wenn Sie
das Thema in der Tiefe bearbeiten wollen, kann ich Ihnen nur das Buch Switch von Chip Heath und Dan Heath empfehlen. Es ist hier die deutsche Übersetzung bei Amazon zu bekommen. Da geht es genau darum, dass all das, was ich gerade gesagt habe, ist dort auch beschrieben und es ist mit Studien hinterlegt, es ist mit wissenschaftlichen Versuchen bestätigt und das zeigt einfach, dass wir nicht schwierige Methoden anwenden müssen, um uns zu verändern, sondern wir müssen einfach nur verstehen, warum wir so sind, wie wir sind und warum wir das tun, was wir tun. Wenn wir das verstanden haben, dann müssen wir nur noch nach Ausnahmen suchen, nach positiven Ausnahmen. Wir müssen uns nicht all das Schwierige angucken, um zu der Entscheidung zu kommen, das ist so kompliziert, das können wir nicht, sondern wir müssen uns die positiven Beispiele raussuchen, die es geschafft haben und uns daran orientieren. Und das führt zum Ziel, nämlich zu dem Verändern einer ungewollten Verhaltensweise. Ich hoffe, die 10 Minuten haben Ihnen so ein bisschen den Kick gegeben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ja, wäre schön, wenn ich ein Feedback von Ihnen bekomme. Schreiben Sie einfach unter dem Video, was Sie davon halten oder ob Sie vielleicht das Buch gelesen haben oder ob Sie eine Methode haben, mit der Sie persönlich Ihre Verhaltensweisen einfach, schnell und effektiv ändern können. Wie immer verbleibe ich mit dem Wunsch alles Gute für die nächsten Tage, für die Trading-Tage. Passen Sie auf sich auf, speziell auf Ihr Konto. Kein Trade ist so wichtig, dass man damit sein Konto kaputt macht. Und ja, halten Sie Ihren Ohren steif, Ihr Axel Bischoff.